Wie sieht Farbe wirklich aus? Um Farbe wirklich zu sehen, muss man die Augen schließen und an sie denken. Gesagt, getan. Um mich herum Farben. Besonders eine hat es Rupprecht Geiger angetan. Rot. Rot ist eine Droge. Rot macht high. Rot ist die Farbe. Und Pink ist für Rupprecht Geiger das ultimative Rot. Was ist diese Erscheinung? Ein Ami-Mädchen in leuchtrotem Pullover hat schnell laufend die Straße überquert. Ein Farbsignal in der Stunde Null, ein noch nie gesehenes Rot. Geiger will diese Farbe einfangen und isolieren. Alleiniges Motiv ist die Farbe. Sie selbst ist das Motiv. Wjasma in Russland, 1942. Wir folgen dem jungen Soldaten an die Ostfront und sehen, wie Geigers Liebe zur Farbe ihren Anfang nimmt. Der Himmel ist von beispielhafter Farbenpracht und endloser Weite. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Die Farben am Himmel werden Geigers Ausweg im Krieg. In den Stunden der Verzweiflung, wo alles Tod und Verderben war, Elend, war für mich die Malerei eine Art Therapie. Farbe als Heilmittel. Klingt gut. Farbe ist Energie. Also los. Energie tanken. Rot sehen. Fühlen. Hören. Inhalieren. Was will diese neue Kunst? Es ist ein aufregendes Abenteuer, von der Realität Abstand zu nehmen und die Dinge zu verzaubern.